Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 3 Jahre Große Koalition, 3 Jahre Kompromisse, Traumschloss, Pflege, ICC und übrigens dann auch noch, Herr Dietmann, das haben Sie völlig falsch verstanden, die Grünen machen Ihnen pausenlos Avancen auf eine zukünftige möglicherweise gemeinsame Rettung des Traumschlosses ICC. Das landeseigene Unternehmen Messe Berlin schreibt seit Jahren schwarze Zahlen. Das ist gut so. Berlin ist ein starker Messestandort und auch ein sehr starker Kongressstandort, nämlich zurzeit der drittstärkste in Europa. Darüber freuen wir uns auch. Und um diesen Platz zu halten und an dem absehbaren Wachstum teilzuhaben, muss Berlin mehr Kongresskapazitäten schaffen. Darüber sind wir uns einig. Worüber wir uns nicht einig sind, wie groß der Anteil der Privaten an der Ausweitung der Fläche sein soll und wie groß der Anteil des landeseigenen Unternehmens Messe Berlin sein soll. Und wir meinen schon, das landeseigene Unternehmen Messe Berlin darf von dem Wachstum in diesem Markt nicht ausgeschlossen werden und muss eben auch eigene neue große Kongresskapazitäten schaffen. Wichtig ist bei der ganzen Diskussion eine Jahreszahl, die ist schon genannt worden, 2018. Nämlich spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen die Kongressmöglichkeiten nutzbar, also fertig sein, also gebaut sein, genauso übrigens wie der BER in Betrieb sein und nicht erst irgendwo auf einem Plakat angepinnt sein. Wie kommt also auch das landeseigene Unternehmen Messe zu neuen Kongressräumen? 3 Vorschläge liegen auf dem Tisch der Entscheidungen, wenn ich das mal so abwandeln darf, was die Koalition uns immer so zumutet. Erstens die Sanierung des ICC, das sei die Lösung. Die ist aber unter 500 Millionen nicht zu haben. Die Messe kann das nicht stemmen. Die Zeit reicht ohnehin nicht aus. Wahrscheinlich wird es 2018 nicht mal eine belastbare Genehmigungsgeschweige dann Ausführungsplanung geben. Der Denkmalschutz käme dann noch erschwerend dazu. Und im Übrigen, die Sanierung zu so einem Preis, wie gesagt, die Zeit reicht sowieso nicht, schafft einen dauernden und einen anhaltenden Subventionstatbestand zulasten des Steuerzahlers. Dieser Vorschlag löst nicht das Problem, sondern er verschärft es. Und wenn Herr Jahnke und andere die Hoffnung haben, bis 2020 sei die Sanierung fertig, dann ist das erstens zu spät. Zweitens wissen wir, wie in Berlin Großprojekte klappen, nämlich immer irgendwie doppelt so teuer und dann auch noch dreimal offensichtlich nach der verschobenen Eröffnung dann noch mal 2/3 mehr Zeit drauf. Also Sanierung ICC 2018 ist ein weiteres Traumschloss. Als 2. Vorschlag liegt auf dem Tisch die Ertüchtigung des alten Flughafengebäudes in Tempelhof. Dort finden jetzt schon Messe und Kongresse statt, allerdings durch andere Veranstalter als die Messe Berlin. Die Zukunft des Gebäudeensembles in Tempelhof ist politisch nicht geklärt. Vielleicht wäre eine Untersuchung über Kosten und Zeitplan für eine Instandsetzung für mehr Kongressmöglichkeiten hilfreich für eine Zukunftsentscheidung. Die liegt aber bisher nicht vor und wurde bisher auch noch nicht beauftragt, trotz der vielen Studien. Das ist merkwürdig. Auf der einen Seite eine Studie jagt die andere, auf der anderen ist das Naheliegende nicht mal beauftragt worden zu studieren. Der 3. Vorschlag kommt von der Messe selbst und der heißt CityCube 2, das also als ein weiteres modernes Kongressgebäude, und aus der Sicht der Messe ist das ein völlig nachvollziehbarer Vorschlag, denn das ist in kurzer Zeit für einen Bruchteil der Sanierungskosten vom ICC zu realisieren. Nachvollziehbar auch deshalb, weil die Konkurrenten auf dem Kongressmarkt in Berlin, namentlich das Estrel in Neukölln oder, wie wir seit gestern wissen, Anschütz bzw. Mercedes in Friedrichshain, fleißig und schnell ihre Kapazitäten ausbauen. Das ist nicht verwerflich, doch sollten wir, und da bin ich wieder am Beginn meiner Rede, uns als Eigentümer des Landesunternehmens Messe die Frage gefallen lassen, ob wir unser eigenes Unternehmen nicht auch mit auf diesen
Markt platzieren wollen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Jahnke? Nein, ich bin auch schon fast am Ende, liebe Piraten. Euer Vorschlag klingt sehr radikal. Wir sind ja gar nicht so radikal wie ihr. Ist leider politisch nicht durchsetzbar und bringt allerdings in der Realisierung auch mehr Bauprobleme, als ihr ahnt. Nämlich mehr Bauprobleme als die Sanierung der Staatsoper im Übrigen. Lasst uns darüber reden, wie wir schnell zu nutzbaren Kongressmöglichkeiten, Flächen kommen. Das ist, denke ich, ein konstruktiver Ansatzpunkt für die weitere Diskussion. Vielen Dank.